Schwabbling Bartender und Chefs reisen in unterschiedliche Länder, um sich dort vor Ort inspirieren zu lassen. Wie das aussieht, sehen wir uns jetzt genauer an. Oliver, schön dich zu sehen. Hi Christian. Wie geht's dir? Sehr gut, schön, dass du da bist. Großartig, vielen, vielen Dank heute für deine Zeit. Ja, gerne. Wir haben ein spannendes Thema mit dir und auch deinen Kollegen vorbereitet. Traveling Bartender und Chefs. Ja. Ja. Bevor wir aber damit starten, würde ich dich gerne mal kurz bitten, was ist deine Tätigkeit hier? Was machst du bei euch? Ich bin hier Geschäftsführer, Gesellschafter. Wir sind glücklicherweise seit Dezember 2019 haben wir geöffnet. Angefangen mit der Bar nebenan, da können wir später nochmal rüberschauen. Das bekannte Kink, was zeichnet das aus? Es besteht ja das Restaurant, Bar, Wein, ihr habt auch einen Café noch, ja, Fusionküche. Ja, also es gibt so, wir haben uns immer ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das Breakdown Boundaries, Wände einreißen, das heißt. Habt ihr gemacht, definitiv. Ja. Das haben wir definitiv gemacht, wir gleich, ja. Und es geht darum, eben auch gedankliche Mauern einzureißen. Und Gastronomie noch mal neu zu betrachten. Es war uns ganz wichtig, dass man auch die Rollen in der Gastronomie noch mal neu betrachtet. Sprich, für uns ist ein Koch auch Gastgeber. Ja, es ist uns ganz wichtig, dass der auch an den Gast rangeht und die Speisen erklärt. Das kann keiner besser als der Koch selber. Es ist uns aber auch wichtig, dass der Barkeeper, der bei den Cocktails, die wir auf sehr hohem Niveau zubereiten, seine eigenen Zutaten kochen kann. Das heißt, auch ein Barkeeper muss hier Koch sein. Unser Servicepersonal, das nimmt schon fast eine Concierge-Funktion ein. Das heißt, also die beraten unsere Gäste nicht nur, was das Essen angeht, sondern wenn die noch irgendwas unternehmen wollen in Berlin, dann sind sie auch gute Ratgeber und dann verlassen unsere Gäste uns auch gerne als Freunde. Und das war uns immer wichtig, das zusammenzubringen, aber auch die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen zu stärken. Das heißt, es ist uns sehr wichtig, dass die Bar mit der Küche proaktiv arbeitet, dass der Sommelier mit der Küche zusammenarbeitet und so dann neue Synergien entstehen. Es klingt 100% kundenorientiert. Ja, also ja, 360. Absolut. Das ist ein tolles Erlebnis natürlich auch dann für den Gast. Unser Thema ist heute Traveling Bartenders und Chefs. Magst du uns mal zeigen, wie sieht die Bar aus bei euch? Sehr gerne. Lass uns doch einfach mal rüber zu Arun gehen in die Bar. Großartig. So, dann hier sind wir in der Bar. Großartig, ja. Sehr, sehr beeindruckend. Es gibt sicherlich so prägende Elemente. Das ist natürlich zum einen die Bar im Zentrum des Raums, als auch die Lichtinstallation von Kerim Seiler, Space Knot. Das sind über 100 Meter Neonröhren, die hier ein wirklich tolles Kunstwerk und Raumgefühl uns geben. Oh, und schön auch total mit den unterschiedlichen Farben, mit den Kissen, kleiner Tisch, Barhocker. Ja. Ja. Ja, was ich natürlich auch gerade hier an der Bar interessant finde, was wirklich sehr gut passt, man kann hier an der Bar auch gegenüber sitzen. Ich würde dir mal gerne hier unseren Barmanager Arun Puvanendran vorstellen. Hey Arun, schön dich kennenzulernen. Schon sehr viel Positives, sehr viel Gutes gehört von dir. Arun, ihr arbeitet ja auch schon längeren daran und auch ganz besonders du an dem Konzept, an der Vision Traveling Bartender. Ihr reist sehr viel herum. Wie können wir uns das auch vorstellen? Naja, wir haben mehrere Kollegen, die das auch machen. Es geht letztendlich darum, dass Bartender ihre Freizeit und ihre Zeit, die sie ja auch noch zur Verfügung haben, auch manchmal ihrem Job widmen und dementsprechend durch die Gegend fahren und andere Bars besuchen, andere Länder besuchen, um zu wissen, was sie aus der Hospitality von denen mitnehmen können für sich und in ihrem Laden umsetzen können. Was sind so Vor- und Nachteile davon, von dem Konzept? Vorteile sind natürlich, dass du ganz viele neue Impulse kriegst, neue Dinge siehst, wie andere Gäste auch aus anderen Ländern auf andere Geschmäcker reagieren und du natürlich auch da sehr viel Erfahrung mitbringen nehmen kannst, um deine Gäste vielleicht anders glücklich zu machen, wenn sie auch woanders herkommen. Eine negative Erfahrung hatte ich dazu eigentlich weniger. Es ist eher durchaus positiver Aspekt, dass man irgendwie Menschen aus Australien, London oder auch mal aus Südamerika kennenlernen kann und sehen kann, wie die arbeiten. Aber es ist ein mega Netzwerk, was du dir noch mitbringst und auch mitnimmst laufend, oder? Ja, das ist wohl wahr, dass man da viele Freunde trifft und viele Bekannte trifft, mit denen man länger arbeitet. Das ist natürlich ohne Unterstützung nicht möglich, aber das ist auch ein bisschen, dass man sich selbst da einsetzen muss und selbst ein bisschen Zeit investieren muss. Du hast jetzt eine spannende Reise in den nächsten Wochen vor dir. Ja. Wie hast du es geplant? Was steht da dann? Ich reise ein bisschen durch die Gegend. Einerseits mache ich auch ein bisschen Urlaub, aber andererseits werde ich auch in dieser Zeit arbeiten. Ein Teil mache ich aus meiner eigenen Tasche, ein Teil wird von meinen Arbeitgebern jetzt unterstützt. Aber das, was ganz normal ist normalerweise, ist, dass die Industrie dir da mal die Unterstützung gibt und sagt, hey,
du kannst mit unserer Brand mal in Singapur eine Gastschicht machen oder so. Das klingt sehr, sehr spannend. Also ich glaube, es ist eine Win-Win-Sache dann für alle auch. Nimmst du dann oft auch Drinks mit, wo du sagst, hey, die kannst du jetzt hier umsetzen? Eigentlich weniger, aber du lässt dich natürlich inspirieren von anderen Aromen, von anderen Ländern natürlich. Und du machst dann deine eigenen Kreationen? Ja, selbstverständlich. Wir machen das hier nur im Team. Das ist so eine wichtige Nummer. Ja, One Team macht Sinn auch. Wie sieht es aus? Hast du deinen Signature Drink, was du uns auch was zeigen könntest? Ich zeige euch heute den Nikkei Punch. Das ist ein ganz interessanter Drink, wenn es vor allen Dingen um Kulturen geht. Voilà, der Nikkei Punch Shot. Nikkei Punch Shot. Klingt sehr gut, eh? Cheers. Schmeckt auch so nach Tee, so ein schönes Aroma, ja? Aber auch nicht zu stark. Der Nikkei Punch Shot ist letztendlich ein milchfiltrierter Drink. Das ist eine Sojamilch, die wir mit Kurkuma versetzen. Und wir tun über die Proteine den Drink filtern, um ihn klar zu machen. Idee ist hierbei die peruanische Küche, und zwar die Nikkei-Küche in Peru. In Peru lebt unter anderem die größte japanische Community, um eben dann zu sagen, peruanische Aromen und japanische Aromen zusammenzubringen. Sehr, sehr beeindruckend. Ne? Top. Süffiger, sehr aromatisch, also wirklich und Charakter, man merkt es sofort. Oliver, Frage an dich auch noch. Als Chef von dem Unternehmen King, ja, was sind so Vorteile für dich oder auch Nachteile bei dem Traveling-Chefs, Bartenders? Ist es manchmal eine Challenge für dich auch im täglichen Geschäft? Es ist vielleicht, klar, ist es auch mal eine Challenge, wenn man gute Mitarbeiter dann auch mal für eine Woche oder einen Monat oder gegebenenfalls, wenn es wirklich mal auch so einen Austausch gäbe, für einen längeren Zeitraum dann einfach vermisst, ja, weil die Person dann nicht mehr hier ist und dann auf Reisen. Aber es ist für uns eigentlich insgesamt immer eine Win-Win-Situation, weil zum einen weiß ich das auch aus meiner eigenen gastronomischen Karriere, man will möglichst viele Erfahrungen machen. Und ein Weg, viele Erfahrungen zu machen, ist oft auch dann neue Arbeitgeber zu haben, neue Situationen kennenzulernen, neue Länder kennenzulernen. Und oft in der Vergangenheit war es eben so, dass man dafür dann wie eine Wanderheuschrecke von einem Arbeitgeber nach einem oder zwei Jahren zum nächsten Arbeitgeber ist, um diese Erfahrungen machen zu können. Und wir wollen unseren Mitarbeitern dann lieber die Chance geben, dass sie bei uns im Unternehmen bleiben. Aber wenn sie die Lust und den Drang haben, Neues zu lernen, dann ermöglichen wir ihnen gerne, dass sie eben diesen Austausch machen können, dass sie mal für eine Woche wo sind oder in einem Monat. Wir hatten einen unserer Köche, der war jetzt einen Monat in Island zum Beispiel. Und das ist für uns ganz wichtig, weil dann kommen die mit diesem neuen Erfahrungsschatz zurück und bringen den wieder in unser Unternehmen rein. Schön, also rundum sehr, sehr harmonisch und animiert, glaube ich, auch die Leute für die Gastronomie da reinzukommen und auch in der Gastronomie, ehrlich gesagt, auch zu arbeiten. Arun, hast du noch etwas, was du unseren Gastro-Kollegen da draußen nahebringen möchtest? Reisen ist auf jeden Fall immer eine gute Bereicherung. Man sollte die Kollegen unterstützen und man muss dabei sich denken, dass man nicht nur Spaß hat, sondern auch noch mal fürs Leben lernt. Auch für uns ist es ja nicht nur ein Beruf, sondern eine Passion, dementsprechend weitermachen. Großartig. Es war wunderschön bei euch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank auch für die tollen Einblicke. Schön, dass ihr auch mit dabei wart. Bleibt dran bei unserem Kanal, abonniert ihn und bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.